Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch hier zum Wetter an diesem Mittwoch. Die Unwetterluft wird nun ausgeräumt und damit beruhigt sich die Atmosphäre. Zum einen. Zum anderen aber, Tief Xero kommt nach Deutschland gezogen. Und dieses Tief wird die Luftmassen über Deutschland mischen und teils ergiebige Niederschläge in den nächsten 48 Stunden auslösen. Aber noch ist nicht ganz sicher, wo genau wie viel runterkommt. Aber da kann einiges runterkommen. Also stellt euch darauf ein, es wird nass werden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, stellenweise auch mit Überflutungsgefahr. Wir gucken uns das Ganze eben an in den jeweiligen Modellläufen der unterschiedlichen Modelle und werden das dann mal grob zusammenfassen am Ende. Wir starten mit dem amerikanischen Modell für den heutigen Mittwoch. Da liegt das Tief mitten über Deutschland. Auf der einen Seite eben, auf der westlichen Seite, kommt die kühlere Luft eben zu uns in den Nordwesten gezogen. Auf der anderen Seite haben wir noch die milde Luft. Und diese beiden Luftmassen werden genau über uns gemischt. Und das löst dann eben diese starken Niederschläge aus. Das europäische Modell sieht das fast genauso, nur das Tief liegt weiter südlich. Sprich, die Warmluft hätte also auch noch Möglichkeit mehr in den Nordosten und in den Norden zu kommen, was dann gerade auch hier die starken Niederschläge eben zeichnen würde. So der heutige Mittwoch. Wenn wir uns mal die Luftmassen angucken, in 1500 Metern Höhe, die Temperaturen, dann sehen wir, dass die große Schwüle und die große Wärme deutschlandweit ausgeräumt worden ist. Im äußersten Westen liegen wir so Pi mal Daumen bei 7 bis 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Das ist schon gar nicht mehr so warm. Die Niederschläge heute für die nächsten 24 Stunden, jemals zusammengestellt vom Arom-Modell, eben für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir sehen einerseits eben übers Rheinland und Ruhrgebiet und dann geht das einmal über Ostniedersachsen hoch bis nach Hamburg. Hier also heute die stärksten Niederschläge, dann später auch in der Nacht eben zu morgen, dann auch Richtung Oldenburg und Bremen. Da muss man jetzt also hier gucken, gerade Heide und auch Richtung Hamburg raus mit teils ergiebigem Regen, vor allem in der jetzt kommenden Nacht. Das ist eine Modelllösung. Die andere Modelllösung jetzt für die nächsten 48 Stunden mal, das europäische ECMWF-Modell, mit ebenfalls ergiebigem Niederschlag, vor allem im nördlichen Niedersachsen, sprich rund um Hamburg, Cuxhaven bis ran an die Nordsee und eben auch in den Mittelgebirgen. So Pi mal Daumen zwischen 40 und teils 100 Liter pro Quadratmeter bis Freitag. Ja, das deutsche Eike-Modell sieht es fast genauso. Auch hier eher der Norden Niedersachsens betroffen. Alles rund um die Elbe und dann eben auch vom Teutoburger Wald runter über Sauer und Siegerland in die Eifel rein und dann auch im Rheinland zwischen 40 und teils 80 Liter pro Quadratmeter eben dann bis Freitag. Und den richtigen Vogel abgeschossen hat das amerikanische Modell eben auch. Für die Niederschläge für die nächsten 48 Stunden mit über 100 Liter pro Quadratmeter, teils 120 Liter pro Quadratmeter, eben rund um Hamburg möglich. Und das zieht sich dann bis zur Heide und einmal auch runter Richtung Teutoburger Wald, Sauerland, Siegerland, Rheinland, Ruhrgebiet und dann auch so Richtung nördliches Emsland, Ostfriesland, Bremer Raum, Oldenburger Raum. Also hier wirklich diese ganze Zone wirklich mit teils ergiebigem Niederschlag. Warum so viel? Fragt ihr euch wahrscheinlich. Naja, relativ einfach, weil wir eben diese Luftmassen haben, die sich über Deutschland mischen und das Ganze zieht sau lahmarschig. Und dementsprechend fällt ganz viel an ein und dieselbe Stelle und da summiert sich das dann eben auf. So sieht es heute aus. Aus dem Starkregen, der gestern über dem Ruhrgebiet hängen geblieben ist, kann man ja gar nicht anders sagen. Bochum ist ja regelrecht abgesoffen und alles so rund um Bochum. Da kam ziemlich viel Regen runter gestern Abend. Das Ganze ist auch heute immer noch aktiv, ist ein bisschen nach Norden gerutscht, jetzt heute Morgen. Also vom Niederrhein bis über den Kreis Steinfurt, Ostwestfalen, also teils noch Dauerregen, eben grau in grau und ziemlich nass. Da kann es ordentlich runterschiffen. Nach Norden hin, Richtung Nordsee, schwächt sich das mehr und mehr ab. Da sind es dann in dem Dauergrau einzelne, teils kräftige Schauer. Richtung Hamburg und Heide ist es meist nur trüb und trocken. Und auch ebenso Richtung Rheinland und Eifel ist es meist trocken. Das ändert sich dann allerdings im Tagesverlauf. Dieses große Regengebiet, was sich um dieses Tief herum
umkringelt, kommt dann also vom Osten über Sachsen-Anhalt in die Heide hineingezogen und erstreckt sich dann bis zum Abend so grob bis ins nördliche NRW. Also hier kann es dann wirklich richtig ordentlich runterschütten. 20 bis 40 mm auf den Quadratmeter können dann bis heute Abend fallen, vor allem so rund um Hamburg und runter bis nach Hannover in etwa und einmal vom Ruhrgebiet und Rheinland über Ostwestfalen bis zum Harz. Hier große Niederschlagsmengen, also bis heute Nacht und auch in Ostfriesland stellenweise hier nur lokal durch teils kräftige Schauer. Die übrigen Gebiete liegen meist so bei 5 bis 20 mm, also dann bis heute Abend. Das meiste wird dann heute Abend und in der Nacht eben fallen. Der Wind meist aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen schwach bis mäßig unterwegs. Da ist nicht viel Musik drin. Die Temperaturen im Dauerregen meist überall unter 20 Grad. Vielleicht schaffen wir die 20 Grad rund um Hamburg und Richtung Heide. In der kommenden Nacht regnet es sich dann vor allem ein, so vom Zellerraum über Hannover, Ostwestfalen, über Sauerland hinweg Richtung Siegerland und auch Richtung Ruhrgebiet und Münsterland. In diesem Bereich dann also teils ergiebige Dauerregen eben möglich. Alles drumherum wird auch nass, aber bei weitem nicht so schlimm. Am wenigsten schlimm rund um die Nordsee und dann auch Richtung Niederrhein und Eifel. Da ist es dann eben nicht ganz so wild mit dem Regen. Die Temperaturen dann meistens so bei 11 bis 14, teils 15 Grad eben als Tiefstwert. Der Donnerstag selber hat dann noch die Reste dieses Dauerregens, so liegen vom Großraum Hannover bis in den Harz hinein und über Ostwestfalen-Lippe. Das zieht dann aber im Tagesverlauf alles weiter Richtung Süden ab. Dahinter folgen noch einzelne Schauer und dann Richtung Spätnachmittag und Abend lockert es dann von Norden mehr und mehr auf. Die Temperaturen dazu erreichen dann mit dem etwas mehr an Sonnenschein im nördlichen Niedersachsen schon wieder 20 bis 21 Grad, sonst im Dauerregen 13 bis 16 Grad. Also da ist es dann wirklich kühl. Und der Freitag, ja, den müssen wir noch ein bisschen mit Fragezeichen betrachten, ist noch nicht so ganz sicher, aber im Moment sieht es so aus, dass wir einzelne Schauer teils auch mal mit Gewitter vor allem so vom nördlichen NRW haben bis nach Hannover im Harzer Raum und auch Richtung Rhein nach Norden hin. Tendenziell freundlicher, zwar nicht ganz ohne Regen, aber immerhin mal mit den größeren Sonnenlücken mit dabei. Und allgemein rutscht dann auch die Zone mit dem Sonnenschein weiter nach Süden, sodass auch wieder so Richtung Niederrhein und Ostwestfalen die 20 Grad erreicht werden. Im weiteren Süden sind wir dann wohl eher noch darunter. Aber das ändert sich dann wohl auch in Richtung Wochenende. Die Niederschlagssummen nochmal aufsummiert bis zum Freitag, wenn wir jetzt mal alle Modelle zusammenpacken und das mal ja, mitteln im Prinzip, würden dann bis Freitag vor allem hier rund um den Harz und dann auch Richtung Ostwestfalen teils 100 bis 125 Liter auf den Quadratmeter oder Millimeter ist das gleiche bringen. Ebenso in der Heide sind 80 bis 100 Millimeter möglich bis Freitag. In den orangenen Gebieten sind es meist 40 bis 70. Richtung Ostfriesland nur 20 bis 40. Das meiste wird da eben heute Abend und in der Nacht runterkommen. Danach ist da der meiste Regen eben durch. Und ansonsten liegen wir in den grünen Bereichen bei 5 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Es ist also noch ein bisschen unsicher, wo genau diese ganzen Regensummen fallen. Vielleicht fallen die auch ein bisschen weiter westlich oder ein bisschen weiter östlich. Aber eins ist sicher, es wird nass bei uns im Nordwesten und die Natur kann es gebrauchen.